Hallöchen Leute und willkommen zurück zur Formel 1. Heute beim großen Preis von Deutschland. Unser Heim-GP steht an, aber genauso auch der Heim-GP von Sebastian Vettel, den wir im Spiel verkörpern, und Pascal Wehrlein, unserem Haupt-WM-Rivalen, bedeutet, es wird für beide ein Heimspiel. Und auch wenn viele die Strecke nicht sonderlich mögen, so muss ich sagen, habe ich sie unglaublich gern. Ich genieße jede Kurve von dieser Strecke und hoffe, dass wir auf dieser heute eventuell wieder einen Erfolg feiern können. Diesen bräuchten wir, um unsere aktuelle WM-Führung weiterhin noch zu verteidigen. Hier sehen wir noch die Sachskurve und schauen uns dann auch nochmal den Zwischenstand der Meisterschaft an vor dem Deutschland-GP. Also wir sind im Moment 3 Punkte vor Pascal Wehrlein. Knapper könnte es kaum sein. Dahinter dann Bottas und Ricciardo im 1-Punkte-Abstand. Dahinter haben wir noch Lewis Hamilton auf der 5 mit Max Verstappen und den beiden McLaren auf 7 und 8. Und ab Position 5 wird es wahrscheinlich schon ein wenig enger im Kampf um den Titel. Aber die Top 4 haben noch eine sehr, sehr gute Chance. In der KWM haben wir folgendes Bild. Im Moment noch Mercedes, 27 Punkte vor Ferrari. Red Bull ebenfalls mit sehr vielen Punkten in der Saison. Dahinter dann abgeschlagen nach vorne sowie nach hinten McLaren im Niemandsland. Und dahinter haben wir dann einen sehr engen Kampf um P5. Zwischen Williams, Force India sowie Renault. Dann schauen wir auch noch auf die Startaufstellung zu diesem Grand Prix. Pascal Wehrlein startet hier beim Heim-GP von der 1 vor Valtteri Bottas. Dahinter dann Lewis Hamilton vor Danny Ricciardo. Auf 5 und 6 haben wir dann Max Verstappen vor Kimi Raikkonen. Auf der 7 und der 8 haben wir dann Stoffel van Dorn sowie Romain Grosjean, ebenfalls wieder in Q3 der Haasmann. Auf 9 und 10 haben wir dann Lance Stroll vor Nico Hülkenberg. Auf Position 11 und 12 haben wir dann Felipe Massa vor Fernando Alonso, die beiden Williams und Renault, also auf den Plätzen 9 bis 12. Dahinter dann Sergio Perez vor Kevin Magnussen, auf 15 und 16 Esteban Ocon vor Marcus Ericsson, dahinter Palmer sowie Carlos Sainz. Dann haben wir Dani Kvyat auf der 19 vor Esteban Gutierrez auf 20 und in der letzten Startreihe haben wir Rio Haryanto. Und wir werden das Feld von hinten wieder in Angriff nehmen, während ich hier ordentlich nochmal meine Hinterreifen aufwärme. Wir fahren durch die Sachskurve und jetzt hoffen wir mal auf einen erfolgreichen Rennstart. In Kurve 1 kann es immer wieder gerne knallen. Ich hoffe, heute bleiben wir davon verschont. Aber schauen wir einfach mal. Und mit einem ziemlich sicheren Start, denn in Kurve 1 kann viel passieren, eröffnen wir den großen Preis von Deutschland unserem Heim-GP und hoffen hier auf ein gutes Ergebnis. Eieiei. Vorsichtig sein hier gegen Sainz. Und direkt ein bisschen übersteuern. Okay, ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit dem Fahrzeug. Die Umstellung von Dirt wieder zurück fällt ein wenig schwer, aber ab jetzt wieder volle Konzentration und gutes Rennen. Der Hockenheimring, eines meiner absoluten Lieblingskurse. Einer meiner absoluten Lieblingskurse. Weil auch viele neue Zuschauer dazugekommen sind. Ja, das ist so ein bisschen eine Fantasy-Mod. Mit ein paar Teamwechseln. Und das soll das Ganze einfach noch ein bisschen würzen, denn F1 2016, da haben wir jetzt schon einige Playlists gehabt, da haben wir schon einige verschiedene Saisons erlebt und für ein bisschen mehr Abwechslung habe ich mir gedacht, ein bisschen was an den Performance schrauben und an den Teamkonstellationen, das könnte doch ganz gut helfen, um wieder ein bisschen mehr Spannung reinzukriegen. Und bis jetzt funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Und damit haben wir unsere erste Position geholt. Allerdings erst in Runde 2. Ganz vorne Lewis Hamilton ist
auf Position 2. Aus der Haarnadel raus, da ist das Lenkrad sehr schwobbelig. Wir starten hier mit Mediums und ich hoffe, dass wir hier eventuell noch eine Einstop hinbekommen können. Ansonsten wird eine sehr stark auf Pushen ausgelegte Zwei-Stop die Strategie des Tages. Da kann man es versuchen. In der Realität würde es vielleicht klappen, aber hier zumindest mit so einem Überschuss. Aber hier ist es vielleicht ein bisschen blöd gewesen. Jetzt haben wir aber Harianto ein bisschen isoliert von der vorderen Truppe. Das war das Überholmanöver gegen Rio Harianto. Und Esteban Ocon fällt hier weiter zurück. Konnte sich bis jetzt ziemlich stark schlagen in dieser Saison. Das Ding ist aber, der Überschuss ist da so gigantisch nach der Sachskurve, dass man es da eigentlich nur probieren kann. Ja, und die Fantasy-Mod ist auch der Grund, warum ich mir hier gedacht habe, okay, wir nehmen einfach den Deutschland-Grand Prix wieder mit rein, weil es ist halt ein cooler Grand Prix. Ich liebe die Strecke einfach und warum nicht einen eigenen Heim-GP haben? Also sowohl aus Vettels Sicht als auch aus eigener Sicht. So, 13% hinten links. Auf die Hinterreifen müsste ich ein bisschen achten. Ich werde das Ganze, glaube ich, auch taktisch so auslegen, dass ich ein bisschen beim Kurvenausgang auf Mager fahre. Ein bisschen länger auf Mager, damit wir die Hinterreifen ein bisschen entlasten. Ist ja tendenziell so, dass ich im ersten Stint die Hinterreifen mehr belaste, im zweiten eher die Vorderreifen. Da haben wir offensichtlich ein bisschen weniger Flügel dabei gehabt und sind vorbei an Esteban Ocon. Jetzt haben wir vielleicht erstmals die Chance, in der Haarnadel jemanden zu überholen. Zuvor haben wir es immer in der ersten DRS-Zone getan und da hatten wir nicht genug Zeit, hier aufzuschließen zu den Leuten weiter vorne. Ja, und selbiges gilt auch für diese Runde ein bisschen. Vielleicht können wir hier in der Linkskurve nochmal überholen. Eieieiei. Sainz ist da auch voll rübergekommen. Ah, okay. Das war nicht gut. Runde 5. Die ersten sind schon an der Box. Oh,
Und Hamilton ist schon einen Stop rausgefahren an Abstand. Für mich so ein kleines Zeichen, dass wir uns echt beeilen müssen. Alter Verwalter. Okay, da sollte ich auf jeden Fall nicht innen überholen. Könnte sonst gefährlich werden. DRS-Schild nicht mitgenommen. Da kommt ein Mercedes wieder raus. Mitten im Feld hier sehr schön. Pascal Wehrlein auf Softreifen. Okay, weiter geht's. Platz 9 im Moment. Einige schon an der Box gewesen. Auch Wehrlein tut sich auf frischen Reifen ein bisschen schwer. Wird jetzt sogar von Perez attackiert. Wehrlein unter Druck von Perez. Und wir schieben uns an Eriksson vorbei. Der hat einen kleinen Fehler da gemacht. Und durch Perez ist Wehrlein jetzt kurz mal nicht an Magnussen dran gewesen, jetzt aber schon wieder dran. Und Perez wird auf jeden Fall nicht stoppen, der hat die Mediums drauf. Jetzt P5. Pascal Wehrlein könnte jetzt Dritter oder sogar Zweiter oder sogar Erster werden. Oder bleibt einfach nur Dritter. Magnussen hat sich da nach vorne geschoben und hat sich jetzt die Führung geschnappt. Palmer jetzt auf Platz 2, dass ich das nochmal sagen könnte. ...28% beim Reifenabrieb. Eieiei, das war nicht so gut. So langsam macht sich der Abrieb aber auch bemerkbar. 29. Wehrlein weiß selbst nicht, ob er attackieren soll. Jetzt kommt die Attacke von Bottas. Und Bottas direkt 2 Plätze nach vorne geschossen. Meine Güte. Und er wird jetzt langsamer. Aber das Wichtigste ist getan, wir sind vorbei an Wehrlein. Der Heim-Grand Prix von sowohl ihm als auch uns. Als auch seinem Team, also
eigentlich beiderseits. In zwei verschiedenen Sinnen gedacht. Und Valtteri Bottas hier einfach extrem schnell. Der Kerl ist richtig, richtig flott unterwegs. So, Bottas holt sich jetzt wahrscheinlich die Führung gegen Magnussen. Kann sich dieser nochmal wehren? Und Palmer kontert nochmal gegen Wehrlein, aber nur kurz. Wehrlein jetzt wieder vorbei. Gut, die Frage ist, was machen wir strategisch? Okay, das war ein bisschen abgekürzt. Ich gehe mal kurz vom Gas. Ja, hin und wieder die Streckenübergrenzung überschreiten, finde ich nicht so schlimm, aber vor allem in Kurve 1, wenn man da innen schon deutlich drüber kommt, ist es nicht ganz so geil. So, Bottas fährt das Auto von Rosberg, deswegen fragen wir mal gleich, was hat der für eine Strategie? Fahrer vor uns. Wir vermuten, dass sie noch einen Stop haben. Das gefällt mir nicht. Kleiner Fehler. Mit recht großen Folgen. Ja, es ist ein bisschen sinnlos. Ich werde es eh nicht hinbekommen. Wir haben einfach viel weniger Traktion als die Mercedes gerade. Die haben frische Softs. Mit frischen Mediums könnte ich mich eventuell noch mal wehren, aber so. Vielleicht kriege ich wieder DRS. Das wäre natürlich super. In ein, zwei Runden vielleicht wieder. Who knows? Lewis Hamilton mittlerweile vorbei an Perez. Geht's wieder in die andere Richtung hinter uns.
Okay, man merkt, die Reifen sind ein bisschen durch. Ich glaube, die Jungs vor mir, die werden auf jeden Fall nochmal die Mediums fahren. Reichen frische Softs bei uns oder sollte ich da vielleicht eine Zwei-Stop-Strategie auspacken? Fahrer vor mir. Okay, 4,2 Sekunden Rückstand hatten wir zum Ende der letzten Runde. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. 1,4 Sekunden können es kaum sein, glaube ich. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Unsinn gemacht in der Runde. Bottas kommt an die Box. Der wird sicher nicht nur noch einen Stop machen. Oder ist es Wehrlein? Nein, es ist keiner von beiden. Schade. Fünf Sekunden der Abstand zu Wehrlein. Ich glaube, ich verliere nur im zweiten Sektor wirklich Zeit. Verstappen mit der schnellsten Rennrunde. So, jetzt muss die Entscheidung fallen. Ein oder zwei Stops. Wenn ich jetzt 2-Stop fahre, würde ich jetzt reinkommen. Auf geht's. Das muss jetzt alles klappen. 9 Runden müssen wir mit dem Reifen durchhalten. Und auch noch richtig, richtig gut pushen. So viel Zeit kostet ein Boxenstopp hier auch nicht. Wir fallen hinter Magnussen zurück. Der hat auch eine ganz ordentliche Pace, muss man ihm lassen. Der neue Haas scheint ganz gut zu funktionieren. Haben ein paar Updates bekommen. Wir können jetzt ein bisschen besser um Punkte mitkämpfen. Das Team, das, ich würde fast sagen, unverdient den letzten Platz in der KWM aktuell gesichert hat. Und in der realen Formel 1 würden jetzt natürlich alle Schaltkreise bei Mercedes durchbrennen.
so schnell, wie man hier jetzt reagieren müsste. Spielt Magnussen tatsächlich mit. Trotz Überholmanöver die absolute Bestzeit. Sieben Zehntel in Sektor 1. In Sektor 2 gibt es mindestens genauso viel Verbesserungspotenzial, behaupte ich jetzt mal. Auch wenn das nicht unbedingt die beste Durchfahrt durch die Haarnadel war. Und wir haben kein DRS, müssen wir auch relativieren. Ich glaube, da war ein Mercedes drin. Wehrlein war in der Box. Fährt auf Mediums weiter. ...2,9 Sekunden, wir kommen näher. ...2,6 Sekunden, 3 Zehntel im ersten Sektor aufgeholt. Okay, wir haben ein bisschen abgekürzt. Und das ist zum Glück, sage ich fast schon, nicht das Fahrzeug von Valtteri Bottas, sondern von Nico Rosberg, was vor uns dann fährt. Und das Fahrzeug mit dem Schaden ist dann Lance Stroll.
Warum zum Glück, dann gewinnt immerhin nicht Pascal Wehrlein, unser Haupt-WM-Konkurrent. Ich hoffe, ich halte noch 4 Runden aus. Der Reifen vorne links sieht nicht gut aus. Absolut nicht. Die Supersofts könnten hier ein wenig zu weich sein für die Strecke. Das Ding ist aber, mit einer 1-Stop wäre ich hier auch bestenfalls nur rangekommen und das auch nur zu einem recht späten Zeitpunkt, glaube ich. Die 2-Stop beinhaltet halt zum einen die Option zu pushen und zum anderen die Option, die Mercedes hier einfach zu überholen, wenn man eine richtig, richtig starke Pace hat. Wer die zweite Koop-Saison gesehen hat, der weiß, da war es eigentlich ganz gut, wie ich im Red Bull mit der Strategie Medium Supersoft Supersoft am Ende noch mal nach vorne kam. 56% haben wir jetzt. Okay, ich wollte dem DRS-Schild ausweichen, links rumgehen, aber hat nicht ganz geklappt. Ich glaube schon fast, dass wir in dieser Runde nochmal rein müssen. Ich glaube, die Mercedes sind heute einfach ein bisschen außer Reichweite, aber es wird nochmal sehr spannend gegen Hamilton und Raikkonen, der hinter ihm ist. Eieiei. Ist aber auch schon heftig. Ich konnte nur etwa die Hälfte der Renndistanz auf dem Reifen absolvieren wie auf dem anderen. Auf dem Medium. Ja, Runde 24. Eine Runde mehr und das hätte geklappt. Ich glaube, der Reifen verliert zum Ende hin einfach auch ein bisschen zu viel Pace. Müssen wir zusehen, noch vor Hamilton irgendwie ins Ziel zu kommen und den Podiumsplatz wenigstens zu festigen. Hinter ihm ist Raikkonen, glaube ich, wieder an die Box gefahren. Hat sich die Softs wohl bis jetzt aufgehoben. Alter Jeff, du kannst mich doch nicht mitten in der Kurve ansprechen, oder? Vor allem mitten in so einer Kurve. Okay, auf geht's. Der letzte Stint auf Soft-Reifen. Ich glaube, die 1-Stop wäre ein bisschen schneller gewesen, aber es war ein Risiko. Ich musste es eingehen, um die Mercedes eventuell nochmal schlagen zu können. Das hat nicht ganz gereicht. Der Reifenabrieb
ein wenig zu hoch. Der Zeitenabfall dadurch ebenfalls. Die Mercedes ein bisschen zu schnell. 4,3 Sekunden hinter Lewis Hamilton und ab jetzt können wir auch gut pushen. Der Motor ist von der Temperatur her auch ganz gut dabei oder vom Zustand her eher gesagt. Hamilton hat jetzt eine Überrundung vor sich. Eine Runde jetzt 4% dazu bekommen, wenn man das mal hochrechnen würde, käme man bei fast 18 oder 19 Runden raus, die man hier schaffen würde. Ich habe es am Anfang selbst nicht geglaubt, aber tatsächlich. Bei 19 Runden wäre man bei 76%. Das wird auf jeden Fall reichen für die Einstopp. 15 müssten wir dann fahren, wenn wir mit dem Mediums 19 zurücklegen können. Wir kommen näher ran an Hamilton. Rankommen ist eine Sache, vorbeikommen und dann wegziehen ist die andere Sache. Und das auch noch bei abbauenderen Reifen. Also stärker abbauenden Reifen, um es richtig formuliert zu haben. Eieieiei, jetzt wollte ich mal links den Curb ausnutzen, weil ich es gerade nochmal bei Hamilton gesehen hatte. Und dann sowas. Und Van Dorn auf der 5. Wo sind die Red Bull eigentlich? Vorhin mal kurz Verstappen gesehen im Klassement, aber Red Bull ist ein bisschen ruhiger geworden. Vor allem Daniel Ricciardo hat ja eigentlich ganz gute Karten noch im Kampf um die WM. Der ist ja nicht so weit entfernt wie Max Verstappen. Das Tempo von Lewis gefällt mir aber. Unser Teamkollege ein bisschen wieder erstarkt. Hatte ja einige Rennen, wo es nicht so rund lief bei ihm. Sekunden Abstand zu Lewis. Und jetzt gucken wir nochmal im letzten Sektor, wie viel wir da gut machen können. Ich glaube, das ist einer, der mir sehr gut liegt. Sekunden. Für mich wird es aber ein bisschen ungemütlich, denn ich weiß, ich muss mich hier beeilen. Ich muss ordentlich pushen. Vorne links 19%. Und der Kurve mal ein bisschen langsamer durchfahren. Auch mal ein bisschen vorsichtiger für die Sachskurve anbremsen. Dann geht das schon ein bisschen.
gibt einige Kurven, in denen man den linken Vorderreifen schonen kann. Macht man aber auch nicht so viel Zeit gut. Komm schon, Philippe. Der lässt mir jetzt mitten in Kurve 1 Platz, oder? Natürlich. Der Abstand ist größer geworden, obwohl ich gerade mega gepusht habe in der Runde. Sekunden zu Lewis Hamilton. Es wird langsam zeitlich echt knapp. Es hat nicht wirklich Zeit gekostet, glaube ich, das Blockieren der Reifen. Das war so ein Bremsen auf letzter Rille. Die Überrundung, ne? Es ist halt so dumm, dass die mitten auf der Ideallinie langsamer werden. Und zwar mitten auf der Ideallinie. Es ist nicht mal so, dass der ein bisschen zur Seite fährt, auf Startziel einen Platz lässt. Ich meine, der ist letzter, abgeschlagen, komplett weg von jeglicher Zivilisation. Vorderreifen danken es mir auf jeden Fall nicht, dass ich so bremse. Das Rennergebnis vielleicht schon.
Jetzt sind wir langsam an einem Break-Even-Punkt angelangt, wo die beiden Reifen ungefähr gleich schnell sind. Ich gebe nicht auf, wir können noch mal rankommen. 1,8 Sekunden der Abstand zu Lewis Hamilton. Ich kann entspannt pushen. Schöner Widerspruch. Entspannt pushen, ja klar. Darf doch nicht wahr sein. Ja, ein Quersteher hat mir nochmal jegliche Chance genommen, hier an Hamilton ranzukommen. Im Endeffekt hat es nicht ganz gereicht. Eieieiei. Aber wir haben fast einen Boxenstopp zum Teamkollegen nochmal aufgeholt. Der vierte Platz ist es am Ende geworden, aber trotzdem ein sehr gutes Ergebnis. Es war eine unfassbar spannende Aufholjagd. Und deswegen gehe ich zwar... ja, aus dem Rennen mit einem etwas bedröppelten Gefühl, dass wir da hier nicht aufs Podium gekommen sind. Allerdings tun es 12 Punkte auch. Und wie gesagt, es war eine super spannende Schlussphase. Und ich glaube, zum Zuschauen war das megamäßig gut. Ansonsten Gratulation an Valtteri Bottas, der sich hier den Sieg gesichert hat. Pascal Wehrlein hat hier nicht gewonnen. Und das bedeutet, er zieht uns nicht so stark davon, wie er es getan hätte, wenn er einen Sieg geholt hätte. Sondern, ja... hat lediglich 7 Punkte weniger gut gemacht, in Anführungszeichen. Er ist um 7 Punkte weniger weit weg jetzt als sonst. Gut. Jo Leute, am Ende waren es trotz ein paar weiterer Fehler noch 1,3 Sekunden, nur noch 1,3 Sekunden, die uns hier getrennt haben von Lewis Hamilton, aber ja, ich glaube Pascal Wehrlein war so ein bisschen außer Reichweite, auch mit einer 1-Stop hätten wir ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Ich schaue mal gerade, was haben wir denn an Zeit durch den Boxenstopp verloren, das waren, rechnen wir mal so 3 Sekunden für die Inlap, doch für die Inlap und 13 Sekunden ungefähr noch für die Outlap, also ja, grob 16 Sekunden, also bestenfalls wäre das hier P3 gewesen, denke ich mal, aber gut, manchmal läuft es halt nicht ganz so rund, wie man es sich gerne wünschen würde, aber auch so, es lief ziemlich gut, wir haben hier 12 Punkte geholt, ich glaube, damit kann man ziemlich zufrieden sein. Und ansonsten schauen wir auf die weiteren Ergebnisse. Da ist nämlich unter anderem Daniel Ricciardo
wahrscheinlich ein wenig unglücklicher nach dem Rennende als wir. Der ist nämlich eine Zehntel hinter Kimi Räikkönen gelandet. Und das ist natürlich super ärgerlich. Beide Force India sind übrigens in den Punkten. Und das, obwohl ja beide sich haben lumpen lassen, in der letzten Kurve überholt zu werden, glaube ich. Also das sah ziemlich, ziemlich cool aus. Ganz knapp vorbeigeschrammt an einem Pünktchen ist sauber. Ansonsten haben nur 5 Teams gepunktet tatsächlich. Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren und Force India. Und Renault geht ebenfalls ohne Punkte aus. Fernando Alonso mal mit einem Rennen ohne Probleme. Nur 1,5 Sekunden hinter Hülkenberg. Trotzdem vom Teamkollegen geschlagen worden. Und Haas, gut, da lief es doch nicht ganz so gut wie gedacht. Zwischenzeitlich. Ja, ansonsten Williams, die haben Wochenende zum Vergessen gehabt. Beide Fahrzeuge anscheinend mit Problemen. Und ich würde sagen, wir können gleich mal einen Blick auf den Punktestand werfen. Ja, und da haben wir ihn, den neuen WM-Zwischenstand. Das Blatt hat sich ein wenig gewendet. Pascal Wehrlein lag 3 Punkte zurück und ist jetzt um 3 Punkte vor uns. Dahinter haben wir Valtteri Bottas, der schließt ordentlich auf. Dahinter dann Daniel Ricciardo, der ordentlich Punkte verloren hat. Der konnte heute kaum punkten und dadurch ist er zumindest kurzzeitig aus dem direkten WM-Kampf schon mal raus. Aber das kann auch mal ganz gut tun, außerhalb des Fokus zu sein und vielleicht dann auch mal in Anführungszeichen aus dem Hinterhalt dann zurückzuschlagen. Lewis Hamilton, für den freue ich mich ebenfalls, der ist jetzt ebenfalls mal dreistellig geworden und kann mit 113 Punkten jetzt wieder ein bisschen mehr ins Geschehen eingreifen. Leider hat er dieses Mal uns 3 Punkte gekostet. Dahinter dann Max Verstappen und die beiden McLaren mit 69 und 68 Punkten ganz knapp hintereinander. Dann auf der zweiten Seite fallen vor allem die Namen der beiden Force India auf, die heute sehr gut gepunktet haben. 2 Punkte gab es für Ocon, 1 Punkt für Perez. Die beiden sind ziemlich ausgeglichen, vor allem wenn man sich den Rest des ganzen Feldes anschaut. Dann sind eigentlich nur die McLaren und die Force India Jungs so eng beieinander wie kaum jemand anderes. Und dann auf der dritten Seite haben wir auch noch ja, einen sehr, sehr frustrierten Fernando Alonso wahrscheinlich. Und gut, die beiden Haas-Piloten sind ebenfalls sehr eng beieinander. Aber das auch nur, weil das Fahrzeug bis jetzt nicht unbedingt immer punktetauglich war. In der KWM spiegelt sich entsprechend wieder, welches Fahrzeug wie gut unterwegs war in der Saison. Und da ist der Mercedes bis jetzt ganz vorne vor uns im Ferrari. Sie haben exakt einen Doppelsieg Vorsprung, also 43 Punkte. Dahinter dann Red Bull konnte ebenfalls einigermaßen gut punkten. Allerdings wird der Abstand langsam aber sicher größer, vor allem zu Mercedes. Dahinter, wie schon im Intro gesagt, im Niemandsland McLaren. Die haben sowohl nach vorne als auch nach hinten einen sehr komfortablen Abstand. Ich glaube, nach vorne würden die den durchaus gerne reduzieren wollen, aber im Moment funktioniert das nur mäßig gut, wobei sie einigermaßen gut mit Red Bull zumindest mithalten können. Aber Mercedes und Ferrari sind im Moment einfach außer Reichweite. Dahinter haben wir immer noch den Kampf um P5. Dort haben wir Williams ziemlich, ziemlich stark eigentlich vertreten in der Saison. Heute hat aber ein anderes Team 3 Punkte, 3 wertvolle Punkte gut machen können. Und das ist Force India auf 6 vor Renault. Und dahinter haben wir dann ebenfalls noch Toro Rosso. Die sind allerdings im Kampf um P5 zumindest kurzzeitig mal raus. Und auf der zweiten Seite haben wir Manor, Sauber sowie Haas. Ja, und bevor ich das Ganze jetzt nochmal abmoderiere, eine kleine Szene, nämlich die mit Felipe Massa besprochen. Ich finde es ein wenig schade, dass die KI mich da blockiert hat. Vor allem habe ich mir da die Szenen nochmal angeschaut. Und Felipe Massa lässt Lewis Hamilton einfach so vorbeiziehen. Also der macht sogar auf der Geraden etwas langsamer vor Kurve 1, um den da vorbeizulassen. Und bei uns hat er selbiges eben nicht getan. Und das hat uns eventuell die 3 Punkte gegen Lewis Hamilton gekostet, denn wir wären recht früh dann auch ins DRS-Fenster gekommen, wenn wir da nicht nochmal irgendwie eine halbe Sekunde oder so verloren hätten in Sektor 1, während wir da Felipe Massa ausweichen müssen, der auf der Ideallinie total langsam dann wurde, also beziehungsweise zum Kurvenscheitel hin. Das ist ein bisschen schade, aber gut, so läuft es manchmal halt eben auch. Ich glaube, wir sollten einfach drüber hinwegsehen, uns motiviert den nächsten Grand Prix widmen. Ich glaube, das nächste Rennen dürfte auch ein 100% Rennen werden, wenn das Bar ist. Ja, dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal auf sehr, sehr feine Unterhaltung am Sonntag freuen. Und an der Stelle bedanke ich mich dann auch vielmals fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Wenn dem so ist, wie immer, hinterlasst eine Bewertung und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Formel 1. Macht's gut!